Ja, hallo, Freunde der Nacht, hier ist Christian Schmeier, Klonpsychologe, Paartherapeut. Ja, wir reden heute nochmal einmal über Oliver Pocher anlässlich seines Podcastes mit seiner Ex Sandra, den er gemacht hat. Reden wir mal etwas über das Thema Spielfläche sauber halten nach der Trennung. Für mich ist auch eine schöne Ablenkung, bei mir ist gerade absolut Armageddon. Meine Wohnung hier in Bayern ist komplett an Auseinanderfallen, säuft gerade komplett ab. Das kann man nicht, ist eigentlich nicht witzig, es ist eigentlich nur verzweifeltes Lachen. Es ist einfach, war ja auch so eine Hagelthematik und seitdem kriegen die das Haus nicht mehr in den Griff hier. Es ist einfach Armageddon, absolutes Armageddon. Es ist wirklich, jeden Morgen wache ich auf und irgendeine andere Stelle feucht und steht Wasser, ist Albtraum. Aber gut, ich verlenke mich jetzt mal ab mit einem Oliver Pocher Video. Ich habe ja in den letzten Videos ein bisschen diesen Case Oliver Pocher aufgemacht im Sinne von, ja, wir verstehen, dass er frustriert, dass er weiß, was da alles passiert ist. Vielleicht die Frau zieht irgendwie weiter, sie trennt sich, man ist enttäuscht. Womöglich gibt es jemand anders oder auch nicht. Verletzungen, das Thema, ja, was hat er da für eine Wahl getroffen? War das eine gute Wahl? Was man natürlich weiß im Nachhinein, ich meine, Beziehungen gehen. Wir haben auch dieses Evolutionspsychologische besprochen, dass viele im Schnitt die meisten Beziehungen nach 4 Jahren nach der Hochzeit auseinandergehen, vom Promi-Ehen. Heute würde ich mir aber gerne mal den anderen Case angucken, weil ich finde, was da mit Amira Pocher passiert, ist auch absolut nicht in Ordnung. Also ich finde, sie ist da jetzt in einer Situation, wo sie mir echt total leid tut, sag ich ganz ehrlich, wirklich. Absoluter Albtraum, weil Oliver Pocher tritt einfach ohne Ende nach, jetzt auch in seinem Podcast. Ich meine, das ist ja schon nicht so lustig, glaube ich, wenn man da so ausgetauscht wird, aber gut, das ist einmal Trennung an sich, man trennt sich, man muss dann Konsequenzen tragen, aber er, ja, wundert sich dann, dass sie ihm auf Social Media entfolgt ist und sagt halt in dem Podcast, ich kann da leider nichts reinschneiden, das ist hinter einer Bezahlschranke, aber er sagt dann halt so, ja, wir haben uns immer lustig gemacht über die anderen Promis, die sich dann entfolgen und die Bilder löschen und jetzt macht sie das Gleiche, haha, wie kann das denn sein, also so ungefähr sie ist so empfindlich, aber ich denke so, hallo, er zieht wirklich, ja jetzt doch seit einiger Zeit zieht er über sie her, sagen wir nochmal ehrlich, ich meine, also kann das ja erst ein bisschen verstehen, er ist verletzt, aber irgendwo zieht er auch über sie her, habe ich auch mal im letzten Video gesagt, also es ist einfach zu weit geht, ich meine, sie ist die Mutter seiner Kinder und was viele immer vergessen ist, dass die vergessen, das ist ja nicht vorbei, eine Trennung. Du hast ja noch Kinder. Du kannst dich ja als Eltern nicht trennen. Du musst weiter klarkommen. Du kannst noch so viel falsch machen nach einer Trennung. Es kann auch so viel, wie soll ich mal sagen, Kleinholz zerlegt werden, dass man auch als Eltern überhaupt nicht mehr klarkommt. So gar nicht mehr. Da kann auch so viel passieren. Und deswegen sage ich immer, Spruch an alle meine Klienten und Zuschauer, sage ich immer, haltet eure Spielfläche sauber. Auch wenn euch was Blödes passiert ist. Also versucht nicht das Gleiche zurückzugeben, also nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also natürlich kann man seine Konsequenzen ziehen. Ob man jetzt die andere Wange hinhalten muss, weiß ich nicht. Aber man kann sagen, ich werde jetzt nicht was obendrauf kippen, weil auch wenn es auch nur ist aus purem Egoismus, dass ich so sage, ich möchte meine eigene Position hier nicht verschlechtern. Ich möchte nicht, dass ich ja, dass ich irgendwie noch schlechter dastehe oder plötzlich ich zum Bösewicht werde. Weil was jetzt passieren wird, denke ich, ist, je länger das dauert, dass er auf ihr rumhackt und sie sich nicht äußert, also ich finde, sie verhält sich da viel schlauer, da kommen wir gleich noch zu, umso mehr werden wieder alle Oliver Pocher hassen und werden irgendwann sagen, ey, Alter, was für ein, weiß ich nicht, was hat der für ein Ego-Problem, jetzt komm mal wieder runter und ja, werden wahrscheinlich die Sympathien dürfen sie ja auch wieder zu Amira Pocher gehen, dass man sagt, Alter, ich meine, wenn man die früher mal gesehen hat, interagieren hat, ich weiß jetzt nicht, wie die funktioniert haben als Paar, aber man hatte schon den Eindruck, ja, das Olli macht einfach so ein Ding, ne? Das ist, ich denke, der hat ein riesengroßes Ego und ja, vielleicht war das auch nicht immer so lustig, ne? Könnte ich mir vorstellen. Und das sieht man halt jetzt auch wieder, ne? Dass er aus seiner Verletzung, seinem Ego da nicht rauskommt und da echt so ein bisschen,
hier das Maß verliert. Also erstmal macht er sich, ja, weiß nicht, macht er sich lustig drüber, ja, hört sich fast so an oder beschwert sich, dass sie so empfindlich ist. Und das kennen wir doch aus x Briefen, die ich immer hier vorlese. Wie gesagt, wir kennen die Details nicht, aber wir kennen auch dieses Szenario irgendwie, dass man schlecht behandelt wird. Ich finde schon, dass es langsam Richtung schlechte Behandlung geht. Und dann Grenzen setzt und dann ist man auf einmal empfindlich. Da bist du empfindlich. Warum soll sie ihm denn, also wenn er sie beschimpft, wirklich, also in diesen letzten Interviews mit Frauke Ludwig und das auch im Podcast irgendwo, ich meine, beschimpfen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber irgendwo, ja, irgendwie schlecht über sie redet, so, warum soll sie ihm auf Social Media folgen? Soll sich das noch in ihrem Social Media Feed angucken, wie er, was er über sie sagt irgendwie? Und das Nächste kommt ja noch. Ich habe ja erst gedacht, irgendwie, ich höre nicht richtig, aber offensichtlich ist seine Tour ja erst entstanden jetzt in dieser ganzen Thematik und die heißt ja Liebeskasper. Also das heißt, es droht jetzt noch, dass er ein ganzes Tourprogramm, was sie macht irgendwie, und sie sagen auch nochmal ehrlich, durch den Dreck ziehen wird. Ne? Oh, ich, also das hat mich, das fand ich richtig krass, also bei allem Mitgefühl, dass er vielleicht eine schwierige Trennung hat und enttäuscht ist und traurig ist, können wir alle verstehen. Aber was jetzt ja passiert ist, dass er ja, sie durch einen Dreck zieht irgendwie und das ist nicht eigene Spielfläche sauber halten, so, ne? Sie hingegen kriegt jetzt irgendwie den Shitstorm des Jahrhunderts. Also ich habe sowas noch nie, also die, also viele große haben das schon mal gehabt, denke ich. Ich habe nur Mini-Shitstorms gehabt. Ich fand das schon super unangenehm irgendwie. Und ja, also ich kann mir vorstellen, wie sie sich jetzt fühlt, wenn alle noch, ich meine nicht, wieso muss man ihr dann auch, selbst wenn man jetzt sagt, ja, ich mag Amira Pocher nicht so, muss man auf ihr Profil gehen und sie haten, ey Leute, wer macht das? Lasst das doch irgendwie. Ich habe auch gerade diese David Beckham-Doku angeguckt, total spannend auf Netflix. Der hat ja, als er im Aufstieg war und in der Nationalmannschaft gespielt hat, da war ja ein Weltmeisterschaftsspiel Argentinien gegen England. Und da hat er also eine ziemlich sinnlose rote Karte gekriegt. Der Typ ist 6 Monate gehatet worden, dass an der Ampel sind Leute ausgestiegen, haben aus seinem Auto getrommelt. Also ich meine, was macht man mit Menschen wegen man, das ist einfach eine drecksnormale Trennung, die wie viele Trennungen nicht gut läuft. So, ne? Aber muss man auf ihr Profil gehen und sie haten, ey, also ich kann das nicht begreifen. Aber sie macht meiner Ansicht nach das Schlauste. Also wenn ich jemand beraten würde, was so Shitstorms angeht, ich würde auch sagen, ja, also klar, wenn irgendwas ist, wo man jetzt gegen vorgehen kann, sollte man das natürlich unterbrechen, aber kann man ja nicht. Also insofern ist tatsächlich, glaube ich, die beste Strategie, einfach nichts zu sagen dazu, ne? Und weil er redet sich um Kopf und Kragen irgendwie und sie wird immer besser dastehen, so, ne? Also egal, was da jetzt passiert ist. Außerdem ist ja auch noch im Raum, dass sie schon seit Anfang des Jahres getrennt sind. Ich meine, dann kann sie auch, mal ganz ehrlich, dann kann sie vögeln, wenn sie will. Keine Ahnung, da muss man, also wenn das jetzt, das war mir bisher immer ein bisschen unklar. Da muss man sich schon fragen, worüber reden wir ja eigentlich so? Ich meine, also wenn das jetzt, was auch immer da passiert sein könnte, außerhalb der Beziehung passiert ist, ja, vielleicht hat sie ihn dann trotzdem angelogen, vielleicht muss man dann auch, müsste ich auch eine Amira Pocher überlegen, okay, wir haben hier vielleicht noch unter einem Dach gewohnt, wir haben noch diese Elternschaft gehabt. Wie gesagt, man kann da noch ganz viel kaputt machen, vielleicht hat sie auch Sachen kaputt gemacht, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist wirklich mein Rat an alle, die sich trennen mit Kindern, dass man nicht denkt, mit der Trennung wäre alles Porzellan zerschlagen, was man zerschlagen kann. Nee, das ist maximal die Hälfte ist zerschlagen und du kannst immer noch die andere Hälfte zerschlagen. Oder du kannst es halt lassen, so, ne? Also insofern ist da manchmal nichts sagen, nicht noch Öl ins Feuer schütten, die bessere Strategie und das macht sie jetzt und verhält sich eben nicht wie andere Promi-Paare, die sich öffentlich zerfleischen. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, dass, ich meine, die waren in der Öffentlichkeit, dass Olli sich da hinstellt und sagt, hey, ich bin verletzt und ich finde scheiße und auch mal ein paar Witz, 2, 3 Witzchen reißt, aber dann kann er doch mal die Klappe halten und es einfach dabei belassen und nicht noch eine ganze Tour darüber machen, ey, Alter, ey, was ist los? Echt. Also, da geht irgendwie wirklich das Ego mit ihm durch, denke ich, und ich glaube, das wird er noch bereuen. Also, das ist, ja,
dass es so Geld auf ihrem Rücken irgendwie verdient. Und also finde ich es sowieso schon nicht gut, das mit der Mutter von zwei eigenen Kindern zu machen. Keine gute Idee. Und die Sandra meinte in dem Podcast, naja, die hat ja auch versucht, ein bisschen beruhigend auf ihn einzureden, ja, und irgendwann siehst du das anders und irgendwann sitzen wir alle unterm Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wenn du deine in so einer Trennung deine Ex so malträtierst, irgendwie, wie das gerade jetzt so scheint, dann weiß ich nicht, ob mal irgendwann du unter dem Weihnachtsbaum sitzen wird, ne? Weil irgendwann sind so viele Risse da, dass du die Vase nicht mehr zusammengesetzt kriegst. Ne? Naja, das ist mal ein Wort zum Sonntag. Was denkt ihr dazu? Lasst mir gern ein Like oder auch ein Dislike oder einen positiven Kommentar oder einen negativen Kommentar da. Und abonniert mal Newsletter. Macht viel Sinn diese Woche, kann ich sagen. Abgesehen von ein oder anderen Goodies und Umsonstsachen und Tests, die es da gibt, auf liebeschip.de. Und vielleicht sehen wir uns auf der Lesung in München in schon einer Woche, glaube ich. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.